Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. So, und in der heutigen Folge wollen wir hier, wo genau nichts ist, eine Stadt planen. Und wie wir das machen, das gucken wir uns gleich an. Aber wir haben hier tatsächlich ein Fahrzeug, das müsste mal ersetzt werden. Das trifft wahrscheinlich nicht unsere Anforderungen. Der sollte aber dann bei Zeiten ersetzt werden. Okay, wir gehen einmal ganz kurz die Baustellen durch. Hier vorne hat sich nicht allzu viel getan, aber bei 15%, 15%. Okay, alles gut. So, wie bauen wir das Gebäude hier? Diese Sache hier. Ich habe lange darüber nachgedacht und möchte gerne eine Stadt bauen mit Straßenbahnen. Aber ich möchte diese Straßenbahnen gerne ein bisschen anders aufbauen und grundsätzlich ein bisschen anders diese Stadt aufbauen. Und wir müssen auf jeden Fall von hier locker einen Kilometer wegbleiben und auch von hier. Das werden wir uns mit einer kleinen Straße markieren. Und das ist dann für uns so die Grenze der Stadt. Das heißt, wir gucken mal. Ich hoffe, das ist überhaupt möglich hier. Ja, das ist ganz grob. Also hier. Ich glaube, einen Kilometer schaffen wir nicht. Wir werden wahrscheinlich wirklich nur bei 500 Meter bleiben. Das wäre also mit einer Lehmstraße hier. So. Da sind wir dann hoffentlich ein bisschen weiter weg. Eine Kontrolle. Ja, so. Wie weit sind wir hier? Das heißt, da sind wir bei 500 Metern. Ungefähr da. So, tja, dann muss die Stadt also hier hin. Und der Bereich hier, das wird am Ende des Tages der Bereich, wo die Leute dann leben werden. So, für die Stadt werden wir nach Möglichkeit alles neu planen. Und ich möchte hier gerne ein anderes Konzept nehmen. Wir werden bei den Häusern bei den gleichen bleiben. Wir werden 20 Häuser planen. Ich zeige euch das mal. Wir gehen mal hier in den Snap-to-Grid-Modus rein. Und werden möglichst weit nach unten gehen in das Ganze hier. So, das heißt, einmal hier. So, dann lassen wir hier, ja, ich denke mal, zwei frei. Und nicht zu viel Platz verschwenden. So und so. So, dann lassen wir dort auch eine Ecke frei. Und dann geht es hier direkt weiter. Wieder zwei frei. So, wieder fünf Stück. Dann gucken wir, dass wir einmal hier in der Flucht bleiben. Das ist einmal dort. Genau. Das passt sich tatsächlich ganz gut. Einmal dahin. Jetzt sollten wir hier hoffentlich auf der gleichen Flucht rausgekommen sein. Jetzt gucken wir mal. Nein, tatsächlich nicht. Wo ist hier? Ah, da vorne. Ja, ich sehe schon. Einmal da bitte. So, das sollte jetzt hoffentlich klappen. Jawohl. Gut, nächste Abteilung ist hier. Und innen drinne kommen nicht die Wirtschaftsgebäude rein. Die kommen nach außen. Mhm. Auch da wieder zwei und zwei. Sehr schön. Das ist der Innenbereich unserer neuen Stadt. Und das sollte hoffentlich alles möglichst symmetrisch aussehen. Hier ist es ein bisschen eng geraten, wenn ich ehrlich bin. Ja, warum? Ah, da sind noch drei Abstand. Okay, das wollen wir natürlich. Das wollen wir natürlich nicht. Moment, die muss ich einmal fix abreißen. Und dann können wir zum Feuer mal schwenken.
Urans Wärmetauscher ist Gott sei Dank bei minus 8 Grad kein Problem. So. Einmal so bitte. 2, 2 und 2. Das sieht besser aus. Sehr schön. Dann können wir die Straßen da oben schon wieder abreißen. Da kommen jetzt dann Wirtschaftsgebäude hin und so weiter und so fort. Das kann erstmal weg. So. Und in den Innenbereich hier will ich jetzt eine mittig eine Straßenbahn legen. Hier rein. Straßenbahngleis. Nicht für Fußgänger. Tatsächlich geeignet. Ja. Ihr seht, nicht für Fußgänger und Autos. Aber ich möchte dann eher. Ich weiß nicht. Ja, doch, wir machen das. Wir können dort dann entsprechende Übergänge machen. Wir gucken mal, dass wir das immer von den beiden Innenbereichen machen. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt hier hinschwenken wird's. Ja, die werden zu lang, genau. So. Einmal da. Jetzt haben wir dort 1-2 Abstand. 1-2 Abstand bis ungefähr da. 1-2 Abstand, also ungefähr da. 1-2 ungefähr da. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Sehr gut. Dann müssen wir da natürlich auch noch rauskommen. Das will ich in dem Fall klassisch einfach schräg nach oben. Ja, also wirklich hier schräg durch. Genau so einmal schräg durch, dass sie sich dann hier im Rondell fangen können. Und dann werden wir hier zwei Haltestellen machen. Die werden wir einmal, wenn das klappt, da reinsetzen. Und einmal da reinsetzen, dass wir hier auch wirklich überhaupt keine Endstation haben. Die fahren einfach dann hin und her. Wir werden oben eine Endstation bauen für oder zu Sicherheitszwecken. Aber ansonsten werden wir hier, was Endstationen angeht, bei den Straßenbahnen hier nicht weiter was machen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Straßenbahnhaltestelle. Ja, ich denke, wir nehmen die hier. Einmal im Grid bitte. Dahin und einmal da. So, das ist das Thema. Was machen wir jetzt hier innen drinne? Hier innen drinne stelle ich mir vor, dass wir hier einen wunderschönen Platz bauen, der quasi dann von der Straßenbahn nur angefahren wird, kein Autoverkehr und maximal Fußwege. So stelle ich mir das vor. Deswegen werden wir jetzt hier gucken, dass wir am Grid einmal die Fußwege bauen. Einmal da lang. Einmal da lang. Da sind wir mit dem Haus irgendwie sehr eng gekommen, ne? Irgendwie passt die Seite hier nicht so gut. Aber das können wir argumentieren. Da ist immerhin die Straßenbahn dran. Die passt schon. So. Einmal dadurch. Ah, da ist er. Ah, ja, ich sehe es. Ich würde sagen, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, da haben wir einen kleinen Planungsfehler gemacht. 2 und 1, 2. Ja, besser. So, einmal da lang und einmal da lang. Sehr schön. Dann gehen wir einmal da nach oben. So. Das wären tatsächlich auch alles beleuchtete Wege. Das ist mir in dem Fall auch relativ
wichtig. So, die können wir einfach mal geradeaus anschließen. Dann werden wir da hinten noch einen Weg bauen. So. Wenn wir da einmal einen Weg langziehen. Da kommt die Straßenbahn raus. Da können wir von hier... Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen eigentlich von dem Zweig abgehen. Ah, in der Ecke wird es schon schwieriger. Hier irgendwo noch ein Planungsfehler? Nee. Dann lassen wir den Weg einfach weg hier. Auf der Seite. Sieht zwar nicht schön aus, aber ja, wir könnten hier noch ein bisschen weiter mit der Straße in die Richtung gehen, aber nee, wir lassen das jetzt so. So. Einmal da lang. Oder wir machen das hier, dass wir noch einmal da reingehen. Dass wir hier uns da anschließen. Das wäre auch möglich. So, einmal daran. Gucken, wo wir da hingehen. Wir werden es erfahren. Denn in den ganzen Ecken, da kommen dann hinterher die ganzen Servicegebäude hin. Müll brauchen wir da, Wasser, Strom und so weiter und so fort. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hier natürlich auch noch entsprechende Anschlüsse. Die sollen ja da auch hingehen können. So, dann ist das Innenteil fertig. Das werden wir bei Zeiten dann nochmal umbauen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir unser System immer durchplanen und hier vernünftig die Leute hinkriegen. Und das sind übrigens jetzt geplant knapp 6000 Leute, die hier leben können. Und da brauchen wir auf jeden Fall zwei Passagen, in denen eingekauft werden kann. Mit anderen Worten, wir müssen im Prinzip dasselbe bauen wie hier. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Wir werden hier auch eine eigene Stromversorgung bauen. Wir werden hier auch eine eigene Wasserversorgung bauen, denn die Wasserversorgung da oben ist rein fürs AKW. Da will ich einfach pro Stadt gerne eine eigene haben. Verzeiht bitte, das ist mir einfach wichtig. Ja, dass diese Stadt hier einfach vernünftig funktioniert am Ende des Tages. So, okay, also das ist der Teil Nummer 1. Dann werden wir einmal gucken, ob wir hier die Straße zumindest für den Part... Ja, wir müssten hier wirklich... Jetzt ist das Problem, dass wir hier keinen Planungsmodus haben, so einen Blueprint-Modus. Ich glaube, wir haben hier Beton genommen, ne? Ist das alles Beton? Nee. Das ist Beton. Wir müssen die Betonstraßen in die Asphaltstraßen updaten. Wir müssen ansonsten, im schlimmsten Fall machen wir Schilder hin oder sowas. Aber wir müssen hier... Na? Kann ich die nicht updaten? Muss ich die echt neu planen? Das gibt's doch nicht. Okay. So. Aber dann ist es so. So. Das ist eine normale Straße. Das ist eine Asphaltstraße. Das passt auch. Warum mache ich das? Wir brauchen hier einfach in meinen Augen die Planungssicherheit, dass wir da auch mal mit jemand anderem rüberfahren können. Wir haben das da hinten gesehen. Bei dem... Na, super, das klappt ja klasse. Wir haben das in Uransk gesehen, dass das nicht wirklich funktioniert. Einmal dahin. So, jetzt gehen wir von hier nach oben. Beziehungsweise wir können auch wirklich schräg gehen. Das ist vielleicht auch mal schick. Schräg hochgehen. Um dann an die Ecke zu kommen in einem möglichst schönen Bogen. Zack. So,
Das sieht schon mal ganz gut aus und ich denke, da sind wir auf jeden Fall, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das sieht schon cool aus, wie dieser Bogen hier unten dran kommt. Sehr cool. So, Straßenbahnen brauchen aber natürlich noch mehr als nur einen Weg. Das können wir uns eigentlich hier oben mal stumpf alles wegkopieren, was wir hier gebaut haben. Diese Konstruktion an sich finde ich sehr gut. Das ist die Werkstatt, das ist das Straßenbahndepot mit 8 und einmal eine Endhaltestelle. Das werden wir uns mal, also ein Straßenbahndepot. Das brauchen wir auch einmal nach hier. Mal dahin. So, dann eine Reparaturwerkstatt. Wir brauchen natürlich hier entsprechend Leute. Einmal dahin. Schlimmstenfalls könnten wir hier vorne noch überall Gebäude hinbauen. Was auch immer wir da bauen wollen, man weiß es nicht. Das werden wir sehen. Und eine Endhaltestelle. Und die werden wir auch einmal da hinsetzen. Genau. So, dann haben wir hier das Thema Straßenbahn soweit fertig. Das heißt, wir haben die Straßenbahnen gebaut. Wir haben sie verbunden. Wir haben die Stationen fertig. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Dann nächstes Thema. Wir müssen natürlich hier auch Straßen und alles bauen. Und jetzt werden wir das Ganze hier mit eben diesen Asphaltstraßen mit Straßenlaternen einbauen. Und jetzt können wir den Weg, den werden wir nochmal wegnehmen. Das heißt, auch dort werden wir ein Rondell bauen. Ich hoffe, dass funktioniert alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir können hier von dem Haus mit einem Abstand einmal zu ungefähr dem Haus gehen. Genau, mit einem Abstand von dem nach ungefähr da. Hier ebenfalls. Das wäre dann, das ist sehr eng. Aber wir machen es trotzdem. Einmal nach da. Ist ja ungefähr der hier. Ah, das könnte ein bisschen zu eng werden. Einmal nach da. So. Hier will ich jetzt direkt unten rangehen. Einmal daran. Da gehen wir auch unten ran. Einmal daran. Sehr schön. Hier versuchen wir diese Sachen hier so ranzubinden. Vielleicht in einer Kurve. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier am besten weitergeht. Ich würde tatsächlich sagen, ja, wir ziehen den Stumpf gerade durch. Und den lassen wir dort ein. So, dann haben wir hier unser Kreis. Und eine schöne Stadt und hier in der Mitte stelle ich mir wirklich vor, dass es hier ein paar Monumentalbauten gibt, dass es hier ein paar Sterne gibt. Dort werden wir einen schönen Platz bauen. Da werden wir, keine Ahnung, was wir da nicht noch alles bauen werden. Also hier kommt auch in die Mitte erstmal nichts rein. Zumindest ist es nicht die Planung. So, Müll. Müll, Müll, Müll für unseren Innenbereich. Jetzt haben wir den großen Container. Tja, und jetzt ist die große Frage, ob das hier reicht, wenn wir dahin in die Ecken hier rein jeweils einen Müllcontainer stellen. So ungefähr. Alternativ haben wir hier auch noch genug Platz. So, das ist das Thema Müll für unsere Stadt. Und dann fehlt noch Strom, Wasser und so weiter und so fort. Klar, hier vorne können dann die beiden Heizsysteme rein. An allen vier Ecken kommt ein Trafo ran. Das wird auf jeden Fall noch genügend Energie brauchen.
Alles klar. So, jetzt brauchen wir aber noch eine andere Sache, nämlich Essen, Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Das brauchen wir auch noch alles. Und jetzt werden wir die Straße einmal geradeaus weiterziehen daran. So. Und das werden wir hier an diesen Ecken bauen. Jetzt müssen wir nur sicher sein, dass alle Häuser hier entsprechend rankommen und wie weit wir bauen können. Wir haben knappe 500 Meter zur Verfügung. Wir sollten die in der Möglichkeit aber nicht ausreizen. So, die gehen einmal da raus und sagen wir mal dahin und dahin. Das sind 500 Meter. Also wir sollten das komplementär bauen. Mit anderen Worten, die Sachen, die hier oben sind, kommen hier unten hin. Das heißt, hier einmal essen und da einmal essen, möglichst dicht dran, dass die hier wirklich überall rankommen. Apropos überall, wir sind natürlich mit den Wegen hier noch nicht fertig. Das werden wir hier schon mal schön weiterführen, dass die hier auch wirklich vernünftig überall hinkommen. Na, das war nix. Einmal dahin. Der große Nachteil in diesem Konzept ist übrigens, wir können die Stadt nicht mehr erweitern. Ja, das heißt, wir können maximal hier noch ein Gebäude hinsetzen, vielleicht zwei oder hier. Aber so richtig viele Erweiterungsmöglichkeiten in unserer Stadt gibt es nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt auf 6000 Leute geplant hier, diese Stadt. Ja, also wir haben hier 10 Gebäude auf den Seiten und da nochmal 10, knapp 3000 Leute gehen dort rein. Das sind also ja 2950 oder so. Das sind knappe 6000 Leute, die wir in dieser Stadt jetzt haben. Ich habe das mal durchgerechnet. Das müsste eigentlich passen. So, ne? So viel zum Thema. Das müsste, hätte, wäre, könnte. Keine Ahnung, ob es wirklich passt. Das werden wir am Ende des Tages, werden wir das sehen. So, die Fußwege bitte. Einmal hier weitergemacht. So, und wenn ihr irgendwo fehlenden Fußweg habt, dann schreibt es bitte auf jeden Fall in die Kommentare. Gut, das sollte jetzt eigentlich bei den Fußwegen und dem Müll im Innenstadtbereich alles gewesen sein. Gut, sehr schön. Also, dann einmal Happa Happa bitte. Jetzt gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Wohngebiete ist erledigt. Lebensmittelmarkt, Kiosk können wir auch machen. Jetzt gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Wir haben ein kleines Geschäft mit 100 Leuten. Das reicht nicht. 180. Ich hätte tatsächlich hier gerne das Große. Ja, das müssen wir eigentlich. Hätte ich das gerne. Na. Schmarrn. Da würde ich hingehen. So dicht wie es geht, hier ran. So, ohne Wege. Dann einmal hier hinten, einmal genau gespiegelt. Einmal dahin. So, jetzt hoffe ich, habe ich das hier nicht gebaut? Nee. Ah, wir sollten das vielleicht doch ein bisschen weiter nach oben setzen. In die Richtung. So. Und da müssen wir das, ein bisschen weit, obwohl hier haben wir die Flucht, hier unten sollten wir nicht so weit wegkommen. Gut, einmal das Lager. Das werden wir uns auch bitte einmal von hier hinten kopieren.
Wo ist es? Wir sind falsch. Da. Ich will ja halt von vornherein genügend Kapazitäten haben. Einmal da bitte. Dann ein Lager einmal nach da. So. Straßen. Ah, ich glaube, hier können wir uns jetzt... Sieht ja komisch aus. Ja, das steht ein bisschen schief, das Gebäude, ne? Naja, schief ist modern. So, einmal dahin, einmal dahin. Sehr gut. So, Fußwege. Auch hier werde ich mal einen zentralen Fußweg gucken, dass wir den... einmal hier lang machen. Und das werden wir hier auch gleich mal alles anschließen. Deswegen habe ich übrigens hier diese Straße außen gebaut. Da werden die mit Sicherheit schon genug fluchen, dass die hier lang müssen. So, einmal da bitte. Das gleiche werden wir in der Möglichkeit einmal hier bauen. So. Dann soll hier auch jeder raufkommen können. Gut, sehr schön. Also, das haben wir auch. Dann sind wir mit den beiden Gebäuden fertig. Dann brauchen wir auf beiden Seiten, jetzt gehen wir mal weiter, Lebensmittelmarkt haben wir. Dann brauchen wir auf beiden Seiten, also so ein Einkaufszentrum haben wir gebaut. Panorama-Restaurants und Kram kommt alles da rein. Kneipe haben wir auch ganz schicke. Da würde ich jetzt tatsächlich mal was anderes nehmen. Hier gehen 60 Leute rein, 120. Wir können natürlich die Kneipe auch hier in die Mitte setzen. Nee, komm. Nee, wir nehmen die Standardkneipe und die bauen wir. Ja, komm, die bauen wir hier vorne mit hin. Einmal damit rein. Aufstieg zu steil. Um Gottes Willen. Ach, hier ist ein Berg. Heieieiei. Okay. Wie komme ich denn da lang? Wie baue ich das? Zip. Wie kommt man denn da jetzt sinnvollerweise ran? Zu scharfe Kurve. Ja, was machst du denn da für ein Quatsch? Einmal da. Und ja, das geht natürlich nicht. Ah, dann machen wir es so. Intelligente und innovative Straßenführung ist schon immer einer unserer großen, großen Vorteile gewesen. So, einmal Schnaps bitte. Kriegen wir das noch damit rein? Ja, das geht. Aber das ist näher, das... Das ist doof. Das ist alles nicht schön hier auf der Ecke. Wir setzen ihn erstmal hier vorne hin, oder? Nee. Ah, die Ecke ist unschön. Die Ecke ist unschön. Wir hätten den wirklich noch einen Tuck weiter nach oben setzen müssen. Wir können den auch so reinsetzen. Ja, das ist noch besser. Einmal so bitte. Einmal du nach da. Du dahin. Und dahin. So, das war die Kneipe. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie-Nerd.